Minecraft Monkeys hat ein neues Video gemacht, nach 10 Monaten. Jo. Hallo erstmal und ja, ihr seht richtig, ich habe ein Video hochgeladen nach 10 Monaten Auszeit und mein toller Vorsatz für das Jahr 2014, in dem ihr hoffentlich alle gut reingekommen seid, ist Videos machen. Nun, auch wenn die Auszeit ziemlich, naja, wegen meiner Lustlosigkeit zu begründen ist, also auch wenn das der Hauptgrund ist, gibt es doch einige Entschuldigungen, warum ich keine Videos hochgeladen habe in der Zeit und die werde ich erstmal darlegen. Zum einen mal stinkt mir wirklich tierisch das neue YouTube-Design. Also das, ich habe nie gemeckert, wenn die irgendwas gemacht haben, aber also mit dem neuen und dem Google Plus-Kack komme ich überhaupt nicht klar. Das hat mir dann wieder so einen Rückstoß gegeben, ne? Aber man fühlt sich dann doch irgendwie verpflichtet, vor allem wegen dieser kleinen netten Zahl hier oben, weiterzumachen. Das zweite ist dieses hier, was ich seit wirklich einem halben Jahr oder so nicht gefixt bekomme, wegen der Logisim-Reihe, ist Logisim selbst. Moment, ich zeig's euch. Hier. Und egal welche Version ich nehme, es bleibt immer bei Erzeuge Datei hängen. Ich kann das löschen. Mittlerweile habe ich auch meinen PC schon mit ein oder zweimal neu aufgesetzt. Und es bleibt einfach bei Erzeuge Datei hängen. Also absolut keine Ahnung, was da los ist. Ich werde versuchen, das zu fixen, auch wenn ich keine Ahnung habe, wie im Moment. Ich habe nicht aufgehört, Minecraft zu spielen. Ich weiß nicht, ob man das vielleicht im Hintergrund ein bisschen erkennen kann. Ich habe mit einem Kumpel weitergespielt. Also Minecraft, auch wenn mir Minecraft mit den neuen Updates ziemlich stinkt, habe ich nicht komplett aufgehört, das Spiel zu spielen. Redstone im Moment ist allerdings nichts und Logisim ist allerdings auch nichts Aktives. So, und da das mit den Serien anscheinend nie wirklich geklappt hat, außer damals mit der CPU-Serie, werde ich mir jetzt kleinere Sachen vornehmen. Also nicht irgendwie eine 50 Teile Serie starten, sondern ich werde versuchen, kleinere Videos zu machen, sowas wie damals die CPU-Einzelteile. Ich hoffe, ihr kommt drüber hinweg, dass ich so lange weg war. Ich werde jetzt versuchen, halbwegs regelmäßig wieder Videos zu machen. Natürlich nur, wenn noch irgendwie Feedback von euch da ist. Also wenn jetzt irgendwie hier die Zahl noch geblieben ist, aber keiner mehr schaut, okay, dann lohnt sich's nicht, dann mein Pech sozusagen, aber wenn jetzt noch genügend Feedback da ist und noch Leute wollen, dass ich weitermache, dann werde ich das natürlich gerne tun. Wie gesagt, vielleicht bin ich sogar gezwungen, das in Minecraft zu tun, weil Logisim wirklich nicht das tun will, was ich mache. Und zwar funktionieren. Nicht das tut, was ich will, und zwar funktionieren. Also, wir sehen uns dann demnächst, hoffentlich. Es wäre wirklich cool, wenn ihr euch dazu überwinden könntet, ein kleines Kommentar zu hinterlassen, dass es gut ist, dass ich weitermache, oder zumindest, dass ihr noch da seid. Was ist irgendein Lebenszeichen? Das wäre ganz praktisch, weil ich nicht irgendwie anfangen will, Videos für laut zu machen. Ich glaube es zwar nicht, aber danke für eure 5-minütige oder 4-minütige Aufmerksamkeit und ich hoffe, wir sehen uns wieder öfter. Wobei die meisten, zum Schluss, die meisten, die schon länger dabei sind, wissen, dass ich diese Phasen habe, nenne ich es mal. Haufenweise Videos, mehrere vielleicht in der Woche und dann plötzlich wieder wochenlang gar nichts. Dieses Mal war es halt ziemlich ausgereizt. Aber ich habe schon gesagt, dass es nicht vorbei ist und ich werde in nächster Zeit weitermachen. Wie gesagt, mit kleineren Sachen, die aber dennoch nützlich sein können. Also nicht irgendwie, wie man einen X-Orgata baut, sondern wirklich schon so, vielleicht auch ein bisschen Theorie. Wenn ihr Vorschläge habt, könnt ihr natürlich auch gerne hinterlassen. Also danke für eure Aufmerksamkeit und bis bald.